Das müssen Bilder sein, du blätterst weiter und weiter. Du siehst eure Reise, all die Ereignisse, die euch vor allzu kurzer Zeit eingeholt hatten. Die Farbe mag noch frisch scheinen, aber die Bilder sind tatsächlich wohl schon alt. Und sie sind nicht nur so eine Prophezeiung, sondern vielleicht sogar etwas wie das Schicksal, das kommen mag. Das letzte Bild, was du siehst, ist es das offene Meer. Es ist das offene Meer, aber du kannst die sumpfigen Fäden erkennen, die dort am Horizont klaffen. Eine gewaltig lodernde Stadt. Sie brennt nicht, aber dieser Dunst, es sieht aus wie Fliegen, wie schwarze Fliegen, die über der Stadt kreisen. Und ein gewaltiges Loch, was ebenso dort im Ozean klafft. Nicht so wie bei Rulat, wie bei der gewaltigen Klippe, sondern als würde der Stöpsel von einer Wanne gezogen werden, von einem großen Holzzuber. Siehst du, das Wasser abläuft. Oder vielmehr dunkles Wasser, was nach oben spült. Ich würde das Bild nehmen, auf dem Diamantis mir ins Herz schießt. Es mir unter den Arm klemmen. Helft mir hoch. Jawohl. Mein Lord, hier auf dem Bett ist noch etwas. Warum sagt ihr das denn nicht früher? Verzeiht, ich hatte es eben erst gesehen. Es sind Inra-Karten, mein Lord. Der gedrehte König. Was das wohl bedeutet. Ich möchte dabei drüber nachdenken, ob ich das weiß. Dann gib mir mal eine Brett- und Kartenspiel. Prophezeiung würde auch funktionieren. Also mit Brett-Kartenspiel 0 Punkte weiß ich, dass es eine Brett- und Kartenspielkarte Ja, ist. der König ist eine der höchsten, aber es gibt den König in vielen Farben, das ist jetzt der blaue König. Uff, ja, du weißt es nicht. Ja, gib die Karte. Gedreht ist meistens kein gutes Omen, aber Zulamin müsste sich mit sowas auskennen, die kann prophezeien und weissagen. Ja, lass die Karten da liegen. Verbarrikadiert die Kajüte. Mein Lord, sollen wir diese Bilder verbrennen? Nein. Vielleicht ist es das Einzige, was mein Schicksal noch zeigt. Und jetzt bring mich wieder nach oben. 3 Minuten später. Es klopft an der Tür und ein entkräfteter Rafim lässt sich dann gestützt von 2 Wachen auf das schwere Sofa fallen. Rafim, Ja. was hast du da? Ja, ich würde das Bild auf den Tisch klatschen. Es scheint mir fast so, als wäre unsere Malerin doch gar eine Hellseherin. Wir haben eine Malerin. Hatten. Und ich befürchte, wir werden sie in Janka nicht wiedersehen, wenn sie weiß, was gut für sie ist. Nun, die könnte diese Bilder aus den Erzählungen gemalt haben. Ja, Das. hat dir etwas jemand was erzählt? Aber das hat sich doch gerade erst ereignet. Nö, und die Frau haben wir damals schon in Janka zurückgelassen. Stimmt, habt ihr recht. Ist das das? Sieht es so aus, wie es tatsächlich aussah? Ich schaue mal die Anwesenden an. Nein, da sind Freiheiten dabei. Also das ist keine 1:1-Kopie, das auf keinen Fall. Aber das sind auf alle Fälle Ereignisse, die genauso eingetroffen sind, und die sie gar nicht wissen kann. Gibt es Details am Bild, wo man festmachen kann, also dass sie wusste, was wir dort sehen? Dass nur wir wissen, sozusagen. Also es sind alles Szenen, du kannst mal, das sind so zehn Bilder, die davor sind. Das sind alle Schlüsselszenen, die euch vor kurzem ereilt haben.
Teilweise aus der Vergangenheit, teilweise aus der Zukunft. Nee, ich meine, gibt es Details, irgendwas mit diesen kleine Anekdoten, ungefähr, keine Ahnung, Steine, die im bestimmten Reihenfolge liegen oder Details halt, die nur wir wissen können, wenn wir da waren. Nein, also wie gesagt, es ist auch keine 1:1 Kopie von dem, was tatsächlich abgelaufen ist. Das ist es nicht. Aber die Szene an sich existiert. So, also gerade wenn du dir jetzt auch das Bild von Diamantes nach vorne rufst, da wusste wohl jemand, dass das in einem unterirdischen Labyrinth stattfindet. Aber du hast die Szene selbst gesehen. Das stimmt so nicht. Also ja, er wurde erschossen, ja, mit einer goldenen Balestrina. Und ja, Diamantes hat gelächelt, aber das ist trotzdem falsch. Also es ist eher so, als hätte sie irgendwelche Varianten gekannt oder als hätte ihr jemand erzählt, Diamantes erschießt Rafim in einer unterirdischen Stadt. So, und das hat sie gemalt. Und das stimmt, die Details nicht, aber es gibt eine Beschwörung an Rulert und eine gewaltige Kröte steigt aus einem Vulkan. So, das hat sie gemalt. Wenn sie das wusste, dann hätte sie uns warnen können. Aber das hat sie nicht. Naja, deswegen kann ich ihr ja nur raten, nicht mehr in Janka zu sein, wenn ich das nächste Mal in Janka bin. Was ist das hier? Das scheint nichts zu sein, was schon passiert ist, oder? Der Ozean, ich vermute, das ist die Stelle, wo Unwasser in unsere Welt tritt. Aber ich erkenne die Stadt nicht, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich war noch nie da. Hattest du Hassan eigentlich geschickt nach Fasar? Das wollte ich, aber das ist dann alles irgendwie nicht mehr aufgegangen. Mhm. Du siehst, dass Hassan wohl jetzt auch, normalerweise ist er wie ein Schatten und regt sich nicht. Jetzt allerdings holt er eine kleine Pfeife hervor, tut sich da wohl so ein bisschen, ja, Opium rein, zündet sie an, zieht einmal und betrachtet dann selber die Bilder noch einmal. Ich glaube nicht, dass dies Visionen der Zukunft sind. Ja, sondern ich glaube, dass in den Bildern Macht liegt. Sie hat mit diesen Bildern die Zukunft beschworen. Zumindest sind dies die Geschichten, die man im unterirdischen Fasar erzählt. Es gibt dort unten Männer und Frauen, die sich die Augen ausstechen. Es gibt dort Rituale. Sie opfern sich selbst. Und sie beschwören die Zukunft daraus. Diese Bilder, sie sind keine einfachen Prophezeiungen oder Weisheiten. Diese Bilder beschwören die Zukunft. Ihr wollt sagen, das ist der Auslöser? Das will ich sagen. Ich würde gerne dann mal eine Odem Arcanum auf diese Bilder werfen, ob sie wirklich magisch sind überhaupt. Auf dein Odem Arcanum. Lass mal über Zeit. Die Farbe ist noch nicht ganz trocken. Wir haben sie allerdings schon vor langer Zeit in Jankar gelassen. Die Bilder sind nicht magisch. Nun, diese Bilder enthalten keinerlei Magie. Oder sie ist sehr, sehr gut getarnt. Wie kann das sein? Nun, es könnte ein göttliches Artefakt sein. Wenn sie wirklich Macht beinhalten, wie er sagt. Nun, ich habe sie im Raya-Tempel kennengelernt, aber nun ja, das ist sicherlich keine Zukunft, die jemand heraufbeschwören wollen würde, der auf unserer Seite steht. Ein Paktierer kann nicht in einem Tempel existieren, ohne dass eine Verderbtheit offenbart wird. Das habe ich auch lange geglaubt. Naja, wenn wir an Zeit denken, fällt mir tatsächlich nur ein Wesen ein.
Das wäre dann wohl Satina. Nun, gemeinhin gilt er nicht als Gott und er gilt als gefangen auf seinem eigenen Schiff. Der wäre noch ein anderer. Nun, dann müsste man aber Magie an diesem Bild erkennen. Hm, nee, das ist wahr. Es gibt Gerüchte. Versaß unter der Welten sind groß und tief. Es gibt dort unten eine Arena, abgeschnitten vom Rest von der Sonne. Dort unten gibt es Gerüchte, für die man nicht nur den Tod der Inquisition herbeibeschwört, sondern von dem der anderen 12 Götter. Nun, erzählt uns von diesen Gerüchten. Es heißt, dass die Kinder der Ratte keinem Erzdämonen dienen, sondern einem Gott. Einem Gott ohne Namen. Die sind nicht verflucht oder gesegnet von den chaotischen Mächten. Es ist ein Gott und deswegen können sie die Tempel betreten. Sie können andere Göttergeweihte imitieren. Aber für solche Aussprachen wird man nur allzu oft der Inquisition geopfert. Er zieht noch einmal an seiner Opiumpfeife. Nun, wenn diese Bilder von einer Dienerin des Gottes ohne Namen stammen, müsste dann Sulamin nicht etwas spüren oder Rafin? Ich kann es mir nicht erklären. Ihr habt keine Magie gefunden. Nein. Ja, ich würde Abel mir einmal einen wissenden Blick zuwerfen und dann das Attackzeichen für Gareth machen. Ich nicke nur. Ihr wisst etwas mehr? Na, leider auch nicht mehr als ihr. Ich würfe mal überreden. Das ist nämlich sehr offensichtlich gelogen. Ja, ich wollte gerade sagen, er spricht Attack. Also, genau, ich würde halt danach wieder, also mir ist klar, dass die anderen das merken, aber ich würfe mal überreden. Maximal, wenn irgendwer mehr als 14 Punkte schafft, plus die Erschwernis, weil ich Freunde anlüge, dann kann ich... Ich versuch's erst gar nicht. Wenn's so wichtig ist, ist es mir echt nicht. Ich weiß gar nicht, kriege ich Erschwernis durch Wunden? Ich glaube nicht, ne? Nee, bei so gesellschaftlichen Sachen nicht, ne. Okay, wenn niemand 14 Punkte knackt, dann sage ich nichts als die Wahrheit. Ja, also Hassan wird sich dann wieder zurück in seine Ecke begeben, auf dem Sitzkissen niedersinken und weiter Opium rauchen. Nee, manchmal beneide ich ihn, ich bin ganz ehrlich. Du nimmst das sehr gelassen auf, dass das ein Gott sein soll. Ja, das ist nicht abzustreiten, dass ich das tue. Nun, die Idee, dass die Natur von Göttern und Erzdämonen variabel sein mag, sollte euch ja spätestens seit diesen Anebüchenen Theorien, die Illumnusias uns aufgetischt hat, bekannt sein. Die Frage ist, was wir mit diesen Gemälden tun sollten. Nun, Raffin würde ich sicherlich dazu raten, sie zu vernichten. Ich persönlich sehe keinen großen Wert in ihnen. Naja, also wie, als hättet ihr meine Gedanken gelesen. Ich würde sie dem reinigenden Feuer überantworten. Allerdings muss ich ihm insoweit zustimmen, dass ihr Ursprung sicherlich fragwürdiger Natur ist und wenn weder ihr noch ich einen verwertbaren Nutzen für uns darin sehen können, es vielleicht besser ist, dass sie nicht in, sagen wir, allzu misstrauische Hände gelangen. Wer weiß, was ich daraus am Ende wieder für Anschuldigungen konstruieren lassen. Ich würde sie gerne in heiligem Feuer brennen sehen, aber das verkompliziert die Sache natürlich. Ja. Also wenn ich darf... Und Rafin würde die Blätter in die Hand nehmen und
sich langsam über die Couch erheben und sie über den Feuertopf halten. Soll ich? Ja. Öffnet die Fenster, bevor ihr es tut. Ja, aber mir öffnet auch die Fenster. Ich kann meinen Arm so weit ja, nicht strecken. Wartet, ich will ein Fenster öffnen. Oder am besten alle Fenster öffnen. Ich habe mal von einem malanfanischen Granden gehört, der dadurch ermordet wurde, dass in sein Kaminholz ein Gift eingeschleust wurde, das erst seit der Verbrennung frei wurde. Und alle, die es eingeatmet haben, sind verstorben. Faszinierend, wirklich. Natürlich ist die Formel für das Mittel in den Tiefen der Zeit verloren gegangen. Warum erzählt ihr uns so etwas? Naja, es pufft einmal und ihr könnt sehen, wie lilaner Rauch aufsteigt. Ja, manche Dinge sind nicht so überraschend, wie man manchmal glaubt. Ich nehme an, du hast das Oberste im Schiff zu unters gekehrt, Drafim, und bist dabei auf die Gemälde gestoßen. Ja, ich habe mich an vertrauenswürdige Personen gewandt. Die hatten eine gute Idee. Habt ihr noch etwas gefunden außer diesen Gemälden? Ja, bisher nicht, aber ich bin noch nicht fertig mit Suchen. Apropos Suchen. Werden wir nach Diamantas suchen? Nun, wir haben sein Blut. Möchtet ihr ihn suchen? Schau vor allem Rafim an. Er wird gefunden werden. Und seinen Weg in die Heimat finden. Nun, der Mann schuldet mir noch einen Dämon. Ich bin zu verletzt, um das zu diskutieren. Aber Zulamin, wenn ihr mich gleich noch begleiten würdet, ich müsste euch noch etwas anderes zeigen. Ja, natürlich. Ja, aber mir steht auch nicht so sinnlos darum, sondern hilf mir hoch. Ach, kann doch, Mann, kommt her. Ich ziehe an die und Zerrin aus den Sessel. Ihr solltet euch wirklich heilen lassen. Ja, und ihr solltet aufhören rumzuweinen, aber weil das wird nicht passieren. So seid ihr von keinerlei Nutzen für uns. Ja, dass ich schwach bin, weiß ich. Dann tut etwas gegen diese Schwäche. Ja. Ich denke nicht, dass das etwas ist, das ihr einem Korgeweihten sagen solltet. Und schwach ist nicht unbedingt das Wort, das ich wählen würde. Er ist verletzt. Ja, und wir wurden besiegt von einem einzelnen Mann. Von einem einzelnen Mann mit der Rückendeckung eines Erzdämons. Naja, wenn das alles ist, was sie brauchen, um uns zu besiegen, wird das hier ein Alvarans-Kommando. Ich denke, ihr unterschätzt das Maß an Kraft, das die Erzdämonen für gewöhnlich willens oder fähig sind aufzubringen. Vor allem haben wir uns täuschen lassen. Wir dachten, er wäre auf unserer Seite. Seien wir ehrlich, wir hatten unsere Zweifel. Ich hatte Zweifel an seiner Persönlichkeit. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er einen Pakt eingehen würde. Wisst ihr, warum für gewöhnlich an der Schule in Meerenham keine Paktiere als Studentin zugelassen werden? Weil sie zu unberechenbar sind? Ganz genau. Es liegt nicht mal an ihren geteilten Loyalitäten, wobei das sicherlich auch ein Problem wäre, sondern vor allem daran, dass jemand, der ein solches Maß an, sagen wir, persönlicher Schwäche aufweist, einen Pakt von seiner Seele einzugehen, keinesfalls das nötige Maß an Willenskraft oder Selbstbeherrschung aufbringen kann, um ein erfolgreicher Magier zu werden. Ja, Vertrauen. Was ein interessantes Wort. Habt ihr nicht Unrecht? Ich würde dann jetzt losgehen.
Und mit diesen Worten möchte ich mich ohne Abelmirs Hilfe bewegen. Sehr langsam. Ich weiß nicht, ob das geht. Sehr langsam. Ja. Ja, ich begleite ihn. Ja, du siehst, wie ich vor einer verbarrikadierten Tür anhalte. Ihr müsst sie wieder öffnen. Ja, Sulamin, mach das mal. Verbarrikadiert heißt zugenagelt oder was? Ich vermute, der Dukan, der Gardist, hat da einfach ein Brett vorgenagelt und dann war es gut für ihn. Okay, dann benutzt du den Säbel als Hebel, um das aus der Wand zu drücken. Sodass es dann auf der einen Seite runterhängt und man die Tür wieder öffnen kann. Ja. Ich würde mich an die Wand lehnen. Hier, schaut auf das Bett. Die Frau spielt wohl mit irgendwelchen Karten. Könnt ihr mir sagen, was das bedeutet? Sulamin betrachtet die Karten erstmal, ohne sie anzufassen. Das ist ein innerer Set. Offenbar noch die Überreste einer Kartenlegung. Was soll ich denn da drauf würfeln? Ja, Brett- und Kartenspiel oder Prophezeiung, kannst du es dir aussuchen. Ist natürlich erschwert, aber um die gleichen Punkte. Okay. Wobei es ist nicht so schwer, aber... Ich mach mal Brett- und Kartenspiel. Genau. Also, sie hat da wohl ein ganzes Set. Also das große Arcanum ist da mit bei, das Arcanum des Indra. Rafim hat ja gedacht, das ist der König. Es gibt den Kaiser, den gibt es, oder auch den Sultan, der für die gerechte Herrschaft steht, für hohe Adlige oder die Magokratie tatsächlich. Aber es ist der Fürst des Wassers, nicht der König des Wassers, es ist der Fürst, der dann als Seekönig, als Admiral oder als Torwaler Hetman dargestellt wird. In diesem Fall ist es ein Admiral. Und wenn der gedreht ist, im Gegensatz zu all den anderen Arcana-Karten, dann ist das wahrscheinlich das Zeichen für einen gefallenen Admiral oder für einen verfluchten Admiral. Der Fürst des Wassers, aber auf dem Kopf. Könnte für Darion Paligan stehen. Die Karte kann einen, irgendeine Art Seeherrscher darstellen. Vielleicht ein Admiral. Oder fällt dir jemand anderes ein, den er bezeichnen könnte? Nein. Ist von dem Rest der Legung noch was da oder ist es einfach nur die eine Personenkarte? Die anderen Karten sind umgedreht. Jetzt müsstest du den Mut haben, eine weitere Karte umzudrehen. Das kann natürlich auch das Schicksal wieder beeinflussen. Also da kann dir irgendjemand antworten. Aber das ist die einzig offene Karte. Du weißt, wenn du jetzt eine weitere umdrehst, dann hast du Sicherheit. Aber das kann das Schicksal beeinflussen. Gut, ich schaue Rafim fragend an. Die anderen Karten sind noch nicht umgedreht. Willst du wissen, was sie zeigen? Oder wollen wir sie verbrennen? Ihr wollt wissen, ob ich mein Schicksal kennen möchte. Oder was fragt ihr? Ich weiß nicht, ob es dein Schicksal ist, aber wenn ich die Karten umdrehe, könnte es sein, dass sie wie die Bilder das Schicksal nicht vorhersagen, sondern es konstituieren, es erzeugen. Naja, also ich kenne mein Schicksal. Ich kenne sogar unser aller Schicksal. Ich denke, ihr kennt es auch, nicht wahr? Sulamin nickt. Nun, ja. Was könnte uns dann noch schrecken? Und dreht eine Karte um. Dann würfeln wir bitte einen 1W123. Ernsthaft? Ja, selbstverständlich. W123.
Was ist denn W123? Ich habe im Teamspeak das Würfeltor angemacht. Aha. Da kannst du einen 1W123 würfeln. 7. Du hast die 7 gewürfelt? Dex ist mit dir. Warte, ist hoch gut oder ist niedrig gut? Das du musst überlegen, ob du hier shippen möchtest. Es ist DSA. Möchtest du Schicksalspunkten? Ah, komm, wir nehmen unser Schicksal. Die also ich knappen, weiß nicht, DSA ist niedrig normal gut. Die Knappen des Eises